Schaffst du's? Es geht schon. Aber wohin? Was hast du mit Joshua gemacht? Dem Phönix? Oh, er wird bestimmt überleben. Das Bewusstsein, das ihr um eure Seelen gesponnen habt, scheint sich in seiner Verzweiflung verstrickt zu haben. Also leiht sich mein Herr die Kraft meiner Klinge. Die Welt wird bald in Schwärze getaucht werden. Und alles Leben im Kuss des Todes seine Bestimmung finden. Deshalb werden wir die Ursache bekämpfen. Wir werden sie zerstören, die letzten Mutterkristalle, und rücken die Welt wieder ins Lot. Komm, denkst du wirklich, es wäre so einfach? Die Fäule ist unabwendbar. Nicht einmal der Allmächtige kann ihrem Vormarsch Einhalt gebieten. Deine Mühen sind zum Scheitern verurteilt. Sie führen zu nichts, außer Leid. Du musst die Wahrheit endlich erkennen, Mythos. Die Rolle erfüllen, die er dir gab. Niemals. Solange ich entscheide, wähle ich die Hoffnung. Und wieder führt dich dein blinder Wille vom Weg ab. Doch nun führe ich dir die Unausweichlichkeit deines göttlichen Schicksals vor Augen. Ob du willst oder nicht. Lauf so weit, wie du kannst. Clive, nicht! Vertrau mir, Jill. Pflicht zu erinnern. Erhebe dich, Mythos. Du hast dich wirklich rasant entwickelt. Ich bin beeindruckt. Doch als sein Leib bist du für meinen Herren leider noch immer zu schwach. Ja. Verteidige dich! Solch eine feurige Inbrunst. Und wofür? Wegen der Fäule? Das war die törichte Verblendung eines törichten Mannes. Du fragst es. Du weißt nichts über diese Welt und unseren Platz darin. Wenn jeder über sein Schicksal bestimmen könnte, wären wir alle Götter. Ich habe genug gesehen. Bei so viel Unvernunft bedarf es wohl anderer Mittel der Überzeugung. Ah!
so wird das Licht der Hoffnung durchtrennt. Gibst du so schnell auf? Niemals. Clive! Siehst du es nicht? Dein eiserner Wille ist Ballast. Er hindert dich daran, deinen Zweck zu erfüllen. Und was ist mein Zweck? Mythos. Wer sind wir? Was sind die Domini? Den Atem des Schöpfers noch warm auf unseren Lippen, tragen wir sein Licht und geleiten die Massen in seinem Namen. Wir sind mächtige Taten Gottes. Wir sind mehr als das. Du wärst nichts ohne das, was er dir gewährt hat. Die Kraft in uns ist die seine. Und jedes Mal, wenn wir sie nutzen, zehrt sie an unserer Substanz. Sie verschleißt uns, zerreißt uns, damit ihr makelloses Antlitz sich zeigen kann. Die Esper. Zu viel Macht, selbst für seine Auserwählten. Aber nicht für dich, Mythos. Du gebietest über die Macht vieler, doch dein Körper hält ihrem wilden Tosen stand. Sag, was willst du? Du sollst wissen, dass wir die Domini nur niedere Werkzeuge sind. Wir wurden für dich erschaffen, auf dass du aus unserem Sein schöpfen und deine göttliche Bestimmung erfüllen würdest. Die wäre... zu wachsen, zu verschlingen. In deinem Kerker des Stolzes hast du deine wahre Pflicht vergessen. Solange du dich ihr bewusst widersetzt, wirst du mir nicht einmal einen Kratzer zufügen. Doch es mag dir Trost spenden, dass du in deiner Not nicht allein bist. Die Ketten des Willens fesseln die ganze Menschheit. Dennoch gibt es Grund zur Freude. Denn in seiner unendlichen Gnade erbarmt sich der Herr seiner fehlerhaften Schöpfungen. Er wird sie wieder zurück in ihre alte Form weisen. Und wie genau sieht die aus? Nun, treue Diener Gottes. Nein. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Sie sind rein. Sie sind göttlich. Wir alle sollen akasisch werden. Ganz recht, Mythos. Wie einst. Zu lange schon führt der ungestüme Wille die Menschheit in die Irre. Es ist Zeit, zu ruhiger Gleichheit zurückzukehren. Auf dass sie abermals zur Erlösung findet. Erlösung? Und alles aufgeben, was uns lieb ist? Behalt deine Erlösung. Wir retten uns selbst und wir folgen unseren Regeln. Nicht deinen oder deines Gottes. Mit jeder trotzigen Bekundung eures Willens ziehen sich eure Ketten enger zusammen. Doch vielleicht kann ich diese Tatsache nutzen. Je stärker du dich an die letzten Domini bindest, desto größer wird dein Hunger werden, bis er dich zur einzigen Antwort zurückführt, die je existiert hat. Auf einem anderen Weg, als ihn der Herr vorsah, aber dennoch
zurück. Ashra ist nicht weit. Mit Shivas Hilfe. Schaffst du das noch? Hoffentlich. Ich versuch's. Schau nicht zurück! Ich mache mir trotzdem Sorgen. Die Enterprise war weit genug weg. Sie haben es geschafft. Und wenn sie dem Eis folgen, finden sie uns. Morgen werden sie hier sein. Es ist schon das zweite Mal, dass Barnabas mich besiegt hat. Ich komme nicht gegen ihn an. Es mag sein, dass dir wirklich keine andere Wahl bleibt, als dich seinem Herrn hinzugeben. Nur wirst du das nicht tun. Der Clive, den ich kenne, wird das nicht tun. Du glaubst also, mich wirklich zu kennen. Wenn Barnabas nicht gelogen hat, bin ich mehr Monster als Mensch. Und jedes Mal, wenn ich die Flammen in mir beschwöre, verbrenne ich etwas. Etwas, das mich ausmacht. Tust du das? Wofür hast du deine Kraft bis jetzt genutzt? Du hast Menschen geholfen. Es ist doch egal, wie oder von wem du sie erhalten hast. Es zählt, wie du entscheidest, sie einzusetzen. Und du hast entschieden, sie für Gutes zu nutzen. Ich habe mit ihr auch getötet. Vielleicht ist das meine Bestimmung. Alles, wozu ich gut bin. Du bist immer noch der, mit dem ich aufgewachsen bin. Darauf bedacht, alle um dich herum zu beschützen und doch immer so allein. Weil dir nicht klar war, dass einer von ihnen schon immer der Verletzlichste war. Du, Clive, du hast dir nie die Zeit genommen, dich selbst zu beschützen. Selbst. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Es ist nie zu spät dafür. Solange du es auch selbst willst. Du kämpfst, um zu überleben. Und das tust du, um die zu beschützen, die du liebst. So kannte ich dich. Und so bist du immer noch. Ich weiß, dass das so bleiben wird. Also werde ich dir helfen. Und alles dafür tun, um uns zu schützen. Jill. Heißt das du? Wenn es das ist, was du willst, dann... Zögere nicht, Clive. Tu es.
ganze Last allein auf dich fallen. Aber ich bin nicht allein. Diese Bürden, die ich trage, meine Sünden, mein Schmerz, meine Trauer, sie sind alle auch ein Teil von mir. Ich werde weiter vorangehen, um all die zu beschützen, die ich liebe. Und dafür auch deine Bürden zu schultern, ist keine Last für mich. Clive. Das verspreche ich dir, Jill. Wir werden einen Weg finden, diesem Schicksal zu entkommen. Zu retten. Irgendwann werden wir wieder zum Mond sehen. Du und ich. Und ich verspreche dir, Clive, ich halte zu dir, selbst wenn du dich aufgeben musst. Ich weiß. Dass ein einziges Lächeln mich so erfüllen kann. Was ist mit Barnabas? Wollen wir ihm nachfahren? Nein. Unsere Wege kreuzen sich früh genug. Ob wir wollen oder nicht. Außerdem haben wir vorher noch etwas zu erledigen. Natürlich. Drachengrat. Der letzte Mutterkristall. Die Einherja liegt auf dem Meeresgrund. Valut wird es nicht wagen, in Sturm einzurücken. Doch sie wissen, dass wir kommen. Ein neuer Plan. Das brauchen wir jetzt.
Dann sollten wir nach Hause gehen und einen schmieden. Ashra muss warten. Mit sagt, Odin hätte das Meer in zwei gespalten. Sie erzählt ja gern mal wilde Geschichten. Aber das hier ist wilder als wild. Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben. Ist dein Onkel nicht bei dir? Er ist noch auf der Enterprise. Der Kampf gegen die Einherjahr hat dem Schiff ganz schön zugesetzt. Und er kennt einen Schiffbauer in Randela. Wir treffen uns dort und segeln dann nach Ashra. Ist das dein Ernst? Soweit ich weiß, tummeln sich da immer noch die Akasischen. Das ist doch jetzt überall so. Ultimas Fluch greift um sich. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir haben das Versteck so gut wie möglich verstärkt. Aber die paar Bretter werden wohl kaum reichen. Egal. Wir bleiben dran. Vielleicht hilft es ja doch. Hoffen wir es. Hoffen wir es. Sollte nach Joshua sehen. Wenn Taya mich lässt. Wie fühlst du dich, Joshua? Besser als vorher. Aber nicht halb so gut, wie ihr solltet. Eure Wunden sind vielleicht verheilt, aber euer Körper zahlt unweigerlich den Preis für eure Unvernunft. Was hätte ich denn tun sollen? Das war kein gewöhnlicher Widersacher. Das war die Hand der Finsternis. Und trotz allem war es nicht genug. Er hätte mich 100-mal töten können. Aber stattdessen hat er mit mir gespielt, wie ein Curl mit einer Maus. Du bist stärker, als du denkst. Machen wir uns nichts vor. In diesem Kampf hat nur ein Mann seine Stärke unter Beweis gestellt. Und dieser Mann war Barnabas. Es tut mir leid, Bruder. Das hätte ich nicht sagen sollen. Noch nie
habe ich mich so machtlos gefühlt. Gerade jetzt, wo alle zu uns aufsehen. Vielleicht geht es dem Prinzen genauso. Wo bin ich hier? Bleib da! Vom Brunnen. Gesagt, dass sich auch Geister verirren. Lichter weisen ihnen den richtigen Weg. Für sie habe ich damals auch eins angezündet. Feind agiert aus den Schatten. Warst es du? Hast du meine Hand gelenkt, Ultima? Nein, nicht du. Das war mein Tun, meine Schuld, die ich tragen muss. Und für das habe ich zu sühnen. Deine Wunden verheilen gut. Das liegt an meinen wohltuenden Wickeln. Du machst sie? Ja, ich verkauf sie auf der Straße. Reicht für was zu essen, meistens. Verzeih mir, ich habe nichts, was ich... Ich weiß, aber du hast doch Hilfe gebraucht. Du gehst schon? Ich muss. Danke dir. Das werde ich nicht vergessen. Komm mich bitte wieder besuchen, ja? Phönix, ich schulde euch wohl meine Flügel.
Ich hoffe, er kann sich selbst verzeihen. Ich nehme an, du wirst wieder nach Valut aufbrechen? Warten macht es nicht besser. Dann sollten wir nicht länger warten. Das sehe ich anders, aber ihr hört ja nicht auf mich. Ihr nehmt täglich eure Medizin. Das werde ich, Lady Taya. Lasst ihr etwa schon zum Aufbruch? Wie lange brauchen wir zurück nach Asha? Keine Ahnung, so lange wie wir hierher gebraucht haben, oder? Nicht so lange, wenn dein Herr Onkel die Enterprise anständig reparieren lässt. Und deutlich länger, wenn wir keinen Ankerplatz finden. Ja, so einfach werden sie uns nicht an Land lassen. Wir müssen damit rechnen, dass Ashra voller Feinde ist. Dass sie angreifen, sobald sie uns sehen. Wir brauchen einen versteckten Landeplatz. Und ich weiß schon, wen wir da um Rat fragen. Frau Professor, ich sag ihr, dass ihr kommt. Solange... Dann organisiere ich die Reisevorräte mit Charon. In Ashra werden wir nichts finden. Die Verfassung deines Bruders lässt keine großen Mühen mehr zu. Das weißt du, oder? Ja. Kompliment. Red dir das ruhig ab. Ah, Clive. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Bitte sag mir, dass du hier bist, um mich von unserem Nachwuchsgenie zu erlösen. Ich fürchte leider nicht. Ich habe Fragen zu Ashra. Wieder einer dieser Tage, wo einem nichts erspart bleibt. Schieß los. Sobald die Enterprise bereit ist, nehmen wir Kurs auf Drachengrad. Wir brauchen einen sicheren Anlegeplatz. Einen, wo nicht alle sofort mein schönes Schiff ramponieren. Wenn es Divisand am Meer gäbe, würde Valut heute wohl kaum als uneinnehmbar gelten. Wir wissen fast nichts über Ashra. Die wenigen Berichte, die uns vorliegen, sind lückenhaft und veraltet. Und das haben wir König Barnabas zu verdanken. Valuts Grenzen sind für Auswärtige unpassierbar, seitdem er den Thron innehat. Wenn es einen sicheren Anlegeplatz gibt, ist er nicht auf meiner Karte. Dann erzähl uns wenigstens das, was du weißt. Du wirst immer noch besser informiert sein als wir. Tu's für die Enterprise! Na gut, na gut. Wenn ich dann meine Ruhe habe. Aber unterbrecht mich und es ist Schluss. Verstanden? Barnabas Tarm, der letzte König, wie viele ihn nennen. Um Valut zu verstehen, musst du erst verstehen, was ihn vorwärts treibt. Als Kind war er von fern jenseits der südlichen Wasser nach Valisthea gekommen und noch als Jüngling gelang es ihm, die Stämme Ashras unter sich zu vereinen. An ihrer Spitze marschierte er in Veldermark ein und legte das alte Königreich über Nacht in Schutt und Asche. Sein Triumph versetzte Valisthea in Aufruhr. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von Odins Macht in jeder Burg, jedem Hof, jeder Schenke. Und das war bereits im Jahr 843. Der kühne Ritter wurde zum gestandenen König, der seit 40 Jahren regiert, ohne Spuren der Zeit davon zu tragen. In letzter Zeit war es still um das Königreich von Valut. Und viele wunderten sich schon, ob Odins Kriegslust versiegt sei. Doch die Einherjahr ist nun in See gestochen. Ein unmissverständliches Signal. Orks scharen sich um Drachenfang und Schwärme Akasischer überfluten die Gassen Canvas. Wie genau das Chaos, das sie verbreiten, Valut nützen soll, bleibt ein offenes Rätsel. Doch bedenke, wenn es tatsächlich König Barnabas war, der den Befehl zum Angriff gegeben hat, können wir eines mit Sicherheit sagen. Valut ist das Unvorstellbare gelungen. Es hat die Wildstämme und Akasischen unterworfen, vor denen der Rest Valistheas in Furcht erzittert. Noch nie hat es so etwas gegeben.
Daher kann niemand euch sagen, was euch erwartet, wenn ihr Fuß auf Ashra setzt. Die Fäule hat bereits große Teile des Kontinents verschlungen und die wenigen verbleibenden Häfen werden streng bewacht. Nicht zu vergessen Ashras tückische Küste. Ein gewöhnliches Schiff würde von den reißenden Strömungen gepackt werden und wie morsches Treibholz an den Klippen zerschellen. Doch die Enterprise ist alles andere als gewöhnlich. Und mit ist die Landung schon einmal dort gelungen. Vielleicht fällt dir ja auch selbst jemand ein, der gerade erst an der Schattenküste gestrandet ist und weiß, wo man sicher an Land gehen könnte. Siehst du, Clive? Du hättest mich gar nicht gebraucht. Kannst du uns zurück an diese Küste bringen, Mit? Ich hab euch auch abgeholt, oder? Aber du meinst wohl wegen der Strömung dort. Das stimmt, die haben's in sich. Aber das macht's erst spannend. Wohl wahr. Danke für alles, Vivian. Wenn ich schon mit Allgemeinwissen und ein paar Gerüchten deinen Dank ernte, was bekomme ich dann erst, wenn ich wirklich relevante Informationen für dich habe? Wahrscheinlich mehr Besuche. Mit, wir versammeln uns in der Schankhalle. Ich hole Joshua aus dem Archiv. Aye, aye, Captain. Sie sind allesamt mit Wunden übersät. Seltsam, hat denn niemand mehr Pepio-Nüsse? Zu deiner Nachricht, du hast geschrieben. Du kannst also, ich weiß, die ausgekochten Knochen auch, das ist nicht, scheust du? Nicht mehr als sonst. Was ist denn nochmal? Laut Hippokrates, ja. Vielleicht hat es dann irgendein... Das könnte natürlich zusammen... Ich werde mit Hippokrates reden. Mach das. Clive! Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Du machst mich noch arm, mein Junge. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Was verschafft mir die Ehre? Was willst du? Das muss erstmal reichen. Kannst mir später danken. Die Zeiten sind hart. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge.